nicht nur mit Kutsche, sondern auch mit Prinzessin Xenia von Sachsen. Und was Harald Klöckler. Och, ich habe eine wunderbare Dame mitgebracht. Wir haben... Mach ein Foto davon. Er hat ihn gewollt, er hat ihn gekriegt. Einen glänzenden Auftritt. Harald Glöckler strahlt übers ganze Gesicht. Melina kann er trotzdem nicht verziehen. Stressstarre wohl kaum. Er... Zum beraubenden Kleid. Ganz Österreich hat sich heute in Schale geworfen. Wo sind die Pommes? Also du darfst mal bei mir anfangen. Dafür selbst und lass sie von einem Haute Couture-Atelier in München anfertigen. Und nachdem jetzt überall Krise ist, dachte ich, braucht man was Freudiges, Buntes, dass man für einen Abend sagt, so, das Kleid... Ja, mehr wie ihr. Das ist keine Frage. Großes Kind in Österreich und wir zeigen Ihnen jetzt Mode, Fashion, thank you having us here. And this is Fashion, Mode am Minopa-Ball. Hälfte schmeißt die Nerven. Statt seiner Frau den Rücken zu stärken, hat er ein gröberes Problem mit der Begrenztheit der Räumlichkeiten und damit verbundenen Engpässen. Nach den aufregendsten Outfits, stilvollsten Erscheinungen und größten Modesünden des Abends. Was wäre denn Style, die man dafür zahlen muss? Keine Ahnung, was der Herr Bock wirklich gezahlt hat, ob er überhaupt etwas gezahlt hat. Auf jeden Fall ein gelungener Coup, die eine zweifache Oscar-Preisträgerin herzuholen. Nur irgendwas reden soll es halt auch.